Hallo, 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 willkommen zu einer weiteren Runde Shakes and Fidget. Und ich verkacke so den Anfangssatz. Das ist nicht gut, kein gutes Zeichen für diese Let's Play-Part. Aber wir befinden uns auf Server 23 und müssen noch Alu spielen. Wir müssen die Hexe besiegen. Och, werden wir das schaffen? Und wenn man sieht, oh, ich bekomme einen Pilz. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Etwas Alu habe ich noch, wie man sieht. Ich kann noch trinken. Noch alle 10 Pilze können getrunken werden. Das ist kein Problem. Wir können noch genug Alu spielen. Und heute werden wir uns etwas mehr auf Server 23 konzentrieren. Für alle, die es nicht wissen, warum zeigst du nicht Server 22? Warum zeigst du heute nicht Server 2, United Kingdom? Das ist die zweite Folge, die ich am Stück bzw. an einem Tag aufnehme, denn ab gestern habt ihr es ja mitbekommen im letzten Part, dass ich mit den festen Uploadzeiten arbeite, beziehungsweise die auf meinen Kanal eingeführt habe. Und heute müssen wir uns halt mit zwei Servern nur leider begnügen und ab morgen dann wieder ganz normal Shakes and Fidget in der alten Länge mit den alten Servern und mit dem Zuschauer in wunderbarer Pracht. Natürlich wieder ab 15 Uhr. Feste Zeit. Shakes and Fidget. Ab sofort jeden 15 Uhr. Jeden Tag ab 15 Uhr auf meinem Kanal. Diese Upload-Zeiten sind doch was Feines, oder nicht? So. Alu muss gespielt werden, wie man sieht. Wir machen mal einen Arena-Kampf gegen Lauriana. Oh, ein schöner Name. Mit 2A. Ne, mit 3A sogar. Den wir leider verlieren. Stufe 198. Und ich schau mal eben, wie lange meine Tränke noch halten. Bis zum 12.04. Bis zum 12.04. Wow. Bis zum 14.03. und bis zum 13.03. Also keine Probleme mit den Tränken. Wir gehen erstmal aufs Klo, bevor wir das vergessen. Schmeiße da ein Item rein. Sind bei Aura 8. Jetzt haben wir 300 von 500. Haben hier etwas mit Ausdauer und Intelligenz bekommen, was wir nicht brauchen. Wir schauen mal, ob wir hier was im Laden finden. Natürlich nicht für uns, sondern für unsere Begleiter. Vielleicht diesen Stab hier. Wie teuer ist der denn? Wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich habe 2,7 Millionen. Und der kostet 379.000. Den kaufe ich mal und schmeiß mal ins Klo. Vielleicht bekomme ich da irgendeine tolle Waffe für unsere Begleiter. Ein Stärkebogen. Naja, was wollen wir mit einem Stärkebogen? Was hat hier unser Kundi? Ja, wir brauchen keinen Stärkebogen, auf keinen Fall. Wir haben es ja geschafft. Wir haben endlich im Dungeon sogar 3 von 100. Also, wir sind deshalb beim dritten Gegner. Wir haben 2% Goldbonus. Also, wir haben zwei Gegner von 100 möglichen im Turm besiegt. Der Zinnsoldat ist der nächste. Die Alu wird hier weitergespielt, also haben wir im Waffenladen nichts. Im Zauberladen haben wir einen Intelligenztrank, den wir dankend annehmen als Magier. Sonst haben wir hier nichts. Nein, wir gehen mal auf die Gilde und spenden etwas. Best of Master fragt mich schon wieder, ob ich etwas Ehre farmen will auf Server 22. Huhuhuhu, Ehre farmen ist was Schönes. Wir sind hier noch bei 126%, haben 13 von 50 Raids und ich werde erstmal nicht spenden, weil die Gilde ja darauf besteht, dass ich mich hochskille, damit wir die nächsten Raids schaffen. Wir greifen Zombie-Berchis an und Angriff durch Loco. Loco. Rang 52. Schaffen wir Loco? Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich werde dann also skillen. Unsere Begleiter sind ja Stufe 194 alle, oder? 194, 194, 194, das sollte passen. Und wir skillen natürlich Intelligenz, etwas Ausdauer. Also ich habe noch ein bisschen Gold, weil halt noch Gold-Event war. Daher habe ich noch die Stadtwache von dem Gold. So, Glück, Glück, Glück. Nebenattribute, Nebenattribute, Neben und den Rest auf Intelligenz. So, dann können wir hier noch einen rein skillen und einen hier und einen. So, alles weggeskillt, was wir haben. Und schau mal im Turm vorbei, ob wir diesen Kollegen hier noch schaffen. Weil er würde uns halt einen Bonus geben. Man muss bedenken, jeder von diesen Gegnern, den man schafft, gibt 1% Goldbonus. Und umso mehr Goldbonus man hat, umso mehr Gold bekommt man. Ist ja logisch. Und umso mehr Gold man hat, umso mehr Attribute kann man skillen. Umso mehr Attribute man hat und umso schneller wird man höher in der Ehrenhalle und umso schneller wird man auch höher die Dungeons schaffen, also schneller die Dungeons schaffen. Also ist der Turm eigentlich was sehr Sinnvolles. Man sollte darauf sehr viel Zeit und auch Pilze investieren, weil der Turm ist sehr, sehr wichtig. So, wir sehen, wir haben ihn fast gelegt. Ich werde es mal eben nochmal versuchen. Vielleicht wird er nun fallen. Ich sehe gerade irgendwie schwarz. Ich glaube, so viel ziehen wir nicht ab. Also unser Krieger und
Ja, Krieger zieht nicht viel ab, Magier noch weniger, Kundi auch nichts, nee. Ein Try mache ich noch. Jetzt muss unser Krieger gut was ausrichten, das war ja gar nichts. Nee, nee. Das wird leider noch nichts. Also wenn unser Krieger gut was ausrichtet, was er... Ja gut, das war schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt Magier gute Hits machen und muss nicht so viele Crits abbekommen. Ja, sehr gut. Jetzt mindestens auf unter 50%. Ah, das war wieder schlecht. Ob wir das jetzt schaffen, das ist fraglich. Der macht nämlich gar nicht so wenig Damage und hält sehr, sehr viel aus, wie man sieht. Das schaffen wir nicht. Er macht zu viel Schaden. Er macht zu viel Schaden und hält zu viel aus. Schade, schade. Der ist scheinbar noch nicht leider drin. Taverne blinkt, die Alu ist fertig. Wir killen eben den Monsterhasen und machen die nächste Quest, beziehungsweise die nächste Alu. Wie gehe ich hier voran? Ganz einfach, wenn ihr das mal wissen wollt. Ich gucke nicht auf das Gold, ich gucke nur auf die Erfahrung und auf die Dauer. Ich vergleiche die Erfahrung mit der Dauer und quasi das beste Verhältnis, das ganz einfachste, wenn ihr jetzt neu anfangt und ihr sagt, ihr spielt auf Erfahrung, dann kriegt ihr später ein Gefühl dafür. Wenn ihr noch keins habt, dann rechnet ihr quasi immer auf 1. Ihr macht einen ganz einfachen Dreisatz und rechnet auf 1 und seht dann, was am meisten Erfahrung über die Zeit gibt. Ist ganz einfach. Meistens, manchmal, natürlich kann man sich jetzt nicht entscheiden. Da muss man jetzt hier irgendwelche mathematischen Formeln bzw. irgendwas ausrechnen. Das habe ich auch keinen Bock drauf. Aber ich sehe jetzt hier eine 5-Minuten-Quest. Die gibt jetzt hier 416.000. Die gibt hier 142.000. Das ist eine 2-Minuten-30-Quest. Da bevorzuge ich lieber diese Quest hier, weil die im Verhältnis natürlich, die hat eine 200, also das ist dann schon etwas mehr. Ja, es ist lieber diese Quest hier, diese interessante. Also ich gehe nur auf die EP und ich gehe nicht auf den Goldwert. Ja, Gilde, Gildenchat haben wir auch schon gesehen. Wir gehen weiter auf Server 2, United Kingdom, und hier bin ich auch dabei, alle zu spielen. Wer hätte das erwartet? Hier spiele ich ja nur 100 Alu und ich bin fertig, wie man sieht. Ich kann die Stadtwache reinhauen bis 21.57 Uhr, ist eine gute Zeit. Bis dahin bin ich auf jeden Fall wach. Und hier haben wir im Waffenladen nichts für unseren Krieger. Und im Zauberladen haben wir auch nichts für unseren Krieger. Ein Arena-Kampf zeigt uns, der hat auch diese eklige Waffe wie dieser komische Soldat. Das gibt's doch gar nicht. Und wieder verliere ich gegen so einen mit dieser ekligen Waffe. Mann, Mann, Mann. Ich wurde angegriffen. Schauen wir auf die Gilde. Hier sieht es wie folgt aus. Wann machen wir Raid? Glückwunsch, dass wir bald den Raid machen können. Werden wir auch. Wir sind bei Raid 3 von 50. Spenden, spenden, spenden. Wie viel Gold kostet das Ganze? 523.000. Wir haben 1, 2, 3, also genug Gold. Wir könnten den Raid starten. Mal schauen. Ich werde mal hier eine Ankündigung machen. Raid, machen wir mal diesen Termin. 2.2013. Für euch wäre das dann heute. Für mich ist das morgen, wie gesagt, wie ihr am Anfang des Videos mitbekommen. Also einen Tag quasi bin ich schon weiter wie ihr. Ich bin quasi in der Zukunft. Und das haben wir ganz am Weg geändert. Und jetzt kann ich hier nichts mehr anklicken. Okay, die Verbindung zum Server ist unterbrochen. Sehr interessant. Ich habe einen Disconnect in einer Aufnahme. Ist schon öfters passiert. Jetzt wieder. So. Raid am 12. Oh, 2. Ja, doch, passt. Spenden werde ich nichts, wir haben ja erstmal genug, aber ich werde ein bisschen skillen, damit wir ein bisschen mehr im Dungeon hier loslegen können. So, können noch aufs Klo gehen, nicht zu vergessen, aufs Klo, vergesse ich ja gerne. Blub, Aura 5, 175 von 350, das kann weg, im Waffenzauberladen gab es nichts. Und das schwarze Phantom ist, glaube ich, als nächstes dran, also er ist Stufe 140 und der macht ja gar nicht so viel Damage. Okay, er weicht aus, ein ekliger Ausweicher, ach nö. Nö, ein Pilz noch. Ach nö, der fällt ja nicht mal. Das ist ja schade. Also wir schauen uns nochmal den Krieger etwas genauer an. Unser Mount hält 8 Tage. Wir haben gar keinen Stärketrank, da wir zurzeit keinen besitzen. 100 Alu ist natürlich immer die Frage, dadurch, dass halt jetzt Server 25 weg ist und ich wahrscheinlich erst damit für Server 26 oder 27 wieder einsteigen werde und ich eigentlich einen etwas höheren Krieger haben möchte und dieser hier schon Stufe 117 ist, bin ich mir zurzeit am überlegen, ob ich hier vielleicht 300 Alu spiele oder halt auf den nächsten Server warte. Mal schauen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Sagt ihr nein? Bitte warte auf den nächsten Server, mach dann einen Krieger oder eine andere Klasse, spielt dort 300 Alu. Oder sagst du, ja, spiel doch am besten mit dem Krieger 300 Alu. Ich werde aber jetzt nicht dann auf den nächsten Server wieder
300 Alu spielen. Also 3 Server, 300 Alu sollte das Maximum sein, was ich so erreiche bzw. habe. Wenn später ein neuer Server rauskommt, dann werde ich mir auch überlegen, einen alten Server, zum Beispiel Server 8 United States, rauszunehmen und dafür einen neuen Server. So ist der Plan und ich hoffe, ihr versteht das, denn so ganz viele Server, also ich, das Maximum habe ich eigentlich schon erreicht. Mehr geht zurzeit nicht von der Zeit, die ich besitze, von der Klickerei, von der Alu-Spielen und so weiter. Also mehr ist halt nicht drin. Und ich will halt nicht den ganzen Tag 24/7 Shakes and Fidget spielen, weil ich nur am Alu zocken bin. Und da, bei so welchen, so die Server, die ich zurzeit habe, kann ich noch zwischendrin mal weggehen, was anderes machen. Aber wenn ich mehr Server habe, müsste ich halt die ganze Zeit vorm PC sitzen und die Alu so durchkloppen, ohne dass ich irgendwie Zeit verliere, damit ich es noch schaffen würde. Und dann könnte ich quasi nur Shakes and Fidget machen und nie wieder ein anderes Projekt und habe nie wieder Zeit für irgendwas anderes. Deswegen ist das Maximum eigentlich von den Servern soweit erreicht und ich hoffe wirklich, dass ihr das versteht. Nochmal gehusch auf Server 23. Warum bin ich denn hier ausgeloggt? Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch, warum ich jetzt auf Server 23 ausgeloggt bin. Egal. Wir können nochmal. Natürlich, ich habe noch nicht hier im Dungeon vorbeigeschaut, aber wenn ich ehrlich bin, ich warte noch. Wir schauen mal, ich bin Stufe 194 und habe 104 Dungeon-Etagen. Wenn wir jetzt mal in die Ehrenhalle gehen, sehen wir hier, 104 habe ich. Der Kollege hat 106 schon, aber ich möchte eigentlich bis Stufe 200 warten. Der hat 107. Also ich bin eigentlich gut mit den Dungeons dabei und ich denke mal, ich werde dann, der hat nur 102, wirklich noch was aufholen. Und hier ist die Alu fertig. Wenn ich halt bis 200 warte und dann die Dungeons alle nachmache, ist effektiver auf jeden Fall, wie die Dungeons jetzt durchzukloppen und dann in der Levelbremse wirklich hinterher zu hängen. Also nehmen wir jetzt diese Quest hier und mache dann noch die Alu fertig und bin dann mit den beiden Servern fertig. Wie gesagt, wegen dem neuen Upload-Zeiten habe ich ja im letzten Video, also gestern, erklärt, gibt es heute nur 2 Server. Ab morgen alles wieder normal mit den ganzen vernünftigen Servern und dann vielleicht ein etwas längerer Part. Und das war's soweit. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video bewertet, einen Kommentar hinterlasst und das Video weiterleitet bei Facebook, Shared oder wie auch immer. Ich bin der Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.